New York, die Herzkammer des globalen Finanzsystems. Vor 10 Jahren Epizentrum einer weltweiten Krise. Hier sind wir mit Sandra Navidi verabredet. Sie arbeitete vor und während der Krise für New Yorker Investmentbanken. Heute hat sie eine eigene Beratungsfirma, spezialisiert auf Risikoanalysen für die Finanzbranche. Ist hier noch was von der Krise zu spüren? Oder hat sich die Stadt vom großen Crash erholt? Also was den Verkehr anbelangt, sieht es so aus, als ob New York eine sehr blühende und gedeihende Stadt wäre. Ja, New York boomt. Die Mieten sind schon wahnsinnig teuer. Das können sich dann auch wirklich nur Firmen leisten, die sehr große Gewinne erwirtschaften. Also nur mal als Beispiel, ich wohne auf der Upper East Side. Und da muss man für einen kleinen Friseursalon schon 30.000 mindestens Monatsmiete bezahlen. Dafür muss man viele Haare schneiden, um das finanzieren zu können. Von Krise keine Spur mehr. New York ist eine boomende Stadt. Genau wie kurz vor der Krise. Damals herrschte auch Goldgräberstimmung. Da boomte auch alles und alle waren guter Dinge. Und dann kam der Crash. An dem Tag des Zusammenbruchs, woran erinnern Sie sich? Wie war das? Das war der Tag, an dem sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben, wo ich zu Hause saß und bei mir vor die Wand gestarrt habe und gedacht habe, was passiert jetzt, wenn das ganze Finanzsystem zusammenbricht? Haben wir dann noch fließendes Wasser, Elektrizität, wird dann hier in New York die Anarchie ausbrechen? Und wir sind danach, kurz danach auch nach Washington gefahren und hatten da Besprechungen und auch in der Regierung. Und da war es eben nochmal, das war so eins meiner schlimmsten Erlebnisse, dramatischsten Erlebnisse, dass man gesehen hat, dass die selbst sozusagen panische Angst haben und überhaupt keine Kontrolle über das Geschehen. Denn auch große Investoren, mit denen ich auch damals zu tun hatte und gearbeitet habe, wie George Soros, die haben das nicht für möglich gehalten. 10 Jahre danach, alles Vergangenheit. In New York wird wieder das ganz große Geld verdient. 40% aller Unternehmensgewinne in den USA werden von Bankern erwirtschaftet, durch reine Finanzgeschäfte. Steht dieser neue Wohlstand heute auf solider Basis? Leute werden eingestellt, die können Geld ausgeben, das beflügelt die Konjunktur. Aber ab einem gewissen Grad dreht sich das Ganze. Dann kommt es nicht mehr der Realwirtschaft zugute, sondern dann wird es der Realwirtschaft entzogen. So, das heißt dann, ab einem gewissen Punkt wird das Geld in der Finanzwirtschaft wie in einer Riesenwaschmaschine immer nur noch hin und her gehandelt, getradet. Und was seit der Krise auch passiert ist, ist, dass der Grad der, wie sagt man, der Komplexität ist stark angewachsen. Also einmal dadurch, dass alles noch viel verbundener, ineinander verwobener geworden ist, global. Und dadurch, dass die Technik noch viel leistungsfähiger und schneller geworden ist. Das sind so verschiedene Brandbeschleuniger an verschiedenen Ecken, die das Ganze noch mal extrem anfeuern. Solange die Musik spielt, geht die Party weiter.